So, wollen wir mal schauen, wie oft wir sterben. Willkommen zurück in der neuen Folge. Es ist mittlerweile Abend geworden. Well. Ich glaube, die Guten hier leveln nicht mit. Die halten nämlich echt nicht wirklich viel aus. So, jetzt wollen wir nochmal kurz auf die Map schauen. Hier. Alles klar. Einfach weiter dem Highway folgen, der hier über uns ist. So. Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie. Oh. Aua. Dass wir nicht aus Versehen irgendwo wieder über Minen latschen. Wäre ja nicht das erste Mal. Zumindest für mich. Okay, irgendwo am Highway, hat er gesagt, würden wir uns treffen, richtig? Wenn ich das noch so im Kopf hab. So, hier. Habt euch ein schönes Plätzchen ausgesucht, um das Zeitliche zu segnen. Hier ist Meter von hier. Hey. Deacon? Is that you? Like the disguise? It's Wastelander camo. This is my pile of garbage, asshole. Back off. Good, right? You're lucky I didn't do one of my face swaps, too. I almost didn't recognize you. That's the point. So, about the job. The railroad's only recently been using the old North Church. Our old base was underneath the Slocum's Joe. We had a pretty sweet setup until the Institute found us. Your base was under a donut shop? It's a lot better than it sounds. Well, it was, until it was blown to hell. What happened? Our HQ was strong, defensible. Heck, we thought it was secure. Inside a minute, the Institute troopers breached the doors and turned it into a shooting gallery. The survivors didn't have time to grab anything. So we're getting something important we had to leave behind. What exactly are we looking for? I'll tell you when we get inside. I know that's a bum deal, but strategic ignorance has saved our organization more times than I can count. We got a tourist nearby. He or she has information on the base. So let's pump him for information before we dive in. For now, I'll take point. So I'm looking for rail signs. Symbols we use to send messages to each other. If you like that, we got signs and countersigns, dead drops, even a secret handshake. Alright, maybe the handshake never got on. Anyway, the tourist should have a trail left for us. Okay.
Gehst du voraus oder muss ich vorausgehen oder was? Gehen wir jetzt hier hoch? Hier, das da. Here we go. Rail sign. The arrow in the center indicates a direction. Mhm. So our tourist is up ahead. Let's keep going. Subtil. Na schön. Slow Controls, da waren wir auch schon, wenn ich mich richtig erinnere. Das müsste der Laden gewesen sein, wo es dann unten noch einen Keller gab mit einem... ich mag die Waffe. Da gab es dann noch dieses... Wo ist er denn jetzt? Junge? Da gab es dann noch diese Tür oder diesen Elevator oder so, der nicht funktioniert hat. Ich schätze mal, da müssen wir dann hin. Ich sehe schon, er kann nicht schneller laufen. Hat er ja Glück gehabt, dass wir uns auf dem Weg hierher so oft haben ablenken lassen und dass wir Soundprobleme hatten, sonst wären wir wahrscheinlich vor ihm da gewesen. Huch! Hätte ich gar nicht mehr was machen müssen, wäre einfach runtergefallen. Kannst du nicht ein bisschen schneller? Ja? Cool. See the plus in the center? That means there's an ally nearby, our tourist. You take point on the conversation. Look, no matter what he says, you just say, mine is in the shop. Trust me. Ich kann mir einige Sätze vorstellen, wo das nicht gut klingt. Was haben wir denn hier? Hm. Thank God. You have a Geiger counter? Do you have a goddamn Geiger counter? Mine is in the shop. Who the hell is he? HQ said they were sending one agent, not two. Sorry, I'm new. He's just shown me the ropes. All right. The wall is my witness. I thought I was dead. It's about goddamn time you headquarters bastards got here. It's all right. We're here now. You're safe. You think I'm goddamn safe? That little slocum Joe's of yours is crawling with goddamn chrome domes and sons of bitches! The front's fortified to hell and back. They place mines all over the goddamn place. What do you mean by chrome dome synths? You know, them early model synths. Looks like metal wrapped over mechanical innards. You see them here and there doing who knows what for the Institute. They have a minefield? Yeah, the mother of all minefields. I couldn't draw you a map if I tried. I appreciate all you've done. I hope it helps. I really do. As soon as it's safe, I'm getting the hell out of here. So if you need anything else, better ask soon. Hey. Well, isn't Ricky just a ray of sunshine? You think he's telling the truth? Ehrlich gesagt, waren wir schon da, also vorm Eingang und haben wieder Minen gesehen. Naja gut, vielleicht sind wir ein oder das andere Mal in die Luft geflogen und Synth haben wir auch keine gesehen. Hm. Speaking of truth, why did you lie to Ricky? My job in the railroad is intel.
That job's easier if no one knows who I am. So, I lied. I do that. So you handled the talky-talk, and I got to watch from the sidelines. Go team us. Why would Ricky lie? People always got reasons to lie. The Institute could have turned him. Or, more likely, he's just seriously pissed off at us. Take your pick. He's probably telling the truth, but you never can tell. I agree. Odds are good we can take him at face value. First rule in this business is never go against your gut. So if we take him at his word, the front door has mines, synths, and probably other fun and exciting prizes. So we're going in through the escape tunnel. The donut shop has an escape tunnel? What? Doesn't everyone have an escape tunnel? Seriously, though, thank God for that tunnel. If it weren't for that, there wouldn't be any railroad left. Let's move out. You lead us there, pal. I got you covered. Na klar. Ich nehme mal an, das war nicht der Escape Tunnel, den wir da gesehen haben. Kurz mal schauen, ob da vorne noch irgendwas war. Das ist ein 38er dafür behalten, davon habe ich schon ungefähr 3000. Okay. Jetzt habe ich also zwei nutzlose Gesellen dabei, das freut mich ja. Da bin ich ja ganz glücklich drüber. Okay, whatever. Also ich hätte jetzt tatsächlich ganz gerne mal die Front Entrance gesehen. Einfach nur, um zu wissen, ob es tatsächlich der Eingang war, den wir schon gesehen haben, mit diesem Elevator. Oder ob es vielleicht was komplett anderes war. Weil du schon wieder runtergefallen bist, Mädchen. Die Alte, ne? Kriegt auch nie was gebacken. Nie. So. Komm schon. Wir wollen jetzt nicht spielen. Eine Powerrüstung? Das ist eine Powerrüstung, oder? Yep. Eine Powerrüstung. Geht die auf? Wo ist denn das Terminal für das Sicherheitsding? Ah, da drüben. Das war, ja, Robcos schlimmster Albtraum. Der gerade ein Achievement bekommen. Okay. Das ist eine... nicht ganz. Der rechte Arm fehlt. Nehmen wir sie doch einfach mit. Wenn es wirklich da vor Synths lauert. Vor Synths lauert? Was? Was erzähle ich denn da wieder? Naja, wenn da ein Haufen Synths sind, können wir sie mit Sicherheit gebrauchen. So. Interessant. The back entrance is safer, but be ready for Gen 1s and 2s. So it's time you learn why we're here. We're retrieving a prototype developed by our good Dr. Carrington. Overactive movement detected. Curious.
Who's Dr. Carrington? All goes well. You'll meet him soon enough. What can you tell me about the Gen 1s and 2s? The synths didn't start off as nigh-perfect copies of human beings. The Institute had to work up to that level of hubris. Gen 1s and 2s were stepping stones along the way. The Railroad's not fully united on how we feel about them. What's there to be divided about? Everyone wants to liberate the Gen 3s, the human-looking synths. Some of the synths in the Railroad, like Glory, think we should help earlier models too. But Gen 1s are basically the same as, well, a Protectron. So the line gets muddy. Do we defend AI rights? Terminals? Hell, turrets? Anytime it gets brought up, fireworks. All the old arguments flare up. The upshot is Glory and some others won't run missions like this. Okay. Ready to go. First step is to override the security lockdown. Is someone present? I was in error. No enemy detected. Well, the terminal's on at least. I'm gonna feed it some passwords. No. 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 Ah, missed one, you cocky bastards. The prototype's deeper inside. Können wir, ja? Someone left a rail sign here. This one means danger. Yeah, we know. Hostile sensor reading detected. Hm? Wo? Was? Wo hat er sein komisches Signal gesehen? Odd. My scanners must be malfunctioning. Ja. Appears to be nothing. Perhaps my sensors need calibration. Warum treffe ich das Vieh nicht? Warum brennt's hier? Okay. Wait, see the box in the center of that rail sign? That means there's a cache nearby. Looks like Maven managed to hide something before... Well, you know. Look around. Ja, die Frage ist jetzt, was bedeutet nearby? Bedeutet nearby, ist es genau hier? So, das ist doch nicht versteckt. Tinker managed to turn on the defenses. Barely slowed the coursers down, but hey, probably saved some lives. I don't think you've ever seen a courser, but they're top of the line in Institute. Let's fuck up your day tech. There shouldn't be any coursers in here, but if there are, just run. Was haben wir denn hier? Spotlight Control. Spotlights sind online. Keine Intruder. Turrets. Offline. Okay. Hello.
Signature damaged. Still in one piece. Okay. Ich glaube, eine Waffe mit mehr Schaden bringt hier tatsächlich diesmal ein bisschen mehr. Guess they're not interested in sharing, huh? Haben wir eigentlich schon mal gespeichert heute? Ich glaube nicht. Another active terminal. We didn't have time to trip the defenses up ahead. Power them up and we can give our friends a little free surprise. For the taking. Ja, so wie ich die Geschütze kenne, wird das absolut nichts bringen. Combat initiated. Life signs detected. Hostile sensor reading detected. An enemy may be utilizing stealth. How interesting. That was better than expected. Hallo. Statistically speaking, your survival in it would appear my target has disappeared. Ich zeig dir gleich, wie sehr wir disappeared sind. Scanning. They were wise to flee. Curious. I know you are still there. Himmel, Herrgott, Sakrament, mit zwei von den Typen ist natürlich auch geil. Bye-bye, Gen 1s. Prepare to be shocked. Not every Slocum's Joe has a massive tunnel complex underneath it. We're entering a secret defense intelligence agency research lab, a place that never officially existed. It's called the Switchboard. The prototype is locked up in the heart of the facility. Okay. Teams 1. Got it. Haha. Ja, komm. Ganz schön lange Leitung, das Terminal. Ist nichts versteckt. Ich hoffe aber, ich finde hier wenigstens ein paar Comics oder sowas. Songbird. Could probably spend a lifetime sorting through all this old intel.
Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas finden können. Was denn jetzt? Danke. Dieses Terminal funktioniert noch. Weekly Updates. From Deborah A. Finch. Subject So Comes Joe, number 38, weekly update. Cover briefing time, boys and girls. Numbers are in for September. Number 38 had a busy month. Traffic was up to 18% despite reducing cleaning in half. We are a go for the general's Operation Rotten Egg. So hold your breath getting to the elevator. If anyone mentions Buzz Bites, play dumb. Raspberry and Greenfield were the hot items of the week. The mayor dropped by to press some flesh on Thursday. If friends, family asks, you were downstairs in the shipping department and missed it. Saturday had a freak thunderstorm that blew out one of the transformers. Whole block was without power for 4 hours, from 900 to 1300. Those on shift have been briefed, but what everyone would know is shipping was locked inside for the duration. Had a donut party. Remember, deflect, deflect, deflect. And the fewer details you give, the less likely you are to be tripped. Confidential, do not disseminate. Confidential. Hindukush report. TPN intercept. We need everything you can get from unknown broadcast TPN 03. Hum in, SIG and anything. I cannot stress this the importance enough. Daily updates. The second you have anything actionable, run it over the databank. Halloween bash. After our shift, we are hitting entrance for genuine Halloween party. Costumes and everything. Civvies will be in attendance, including someone Kate says you'll like. Guaranteed not to be your honeypot. You need to get out. This is a tough assignment for all of us, so don't let those data losers get you down. Okay. Central Terminal. Ein antiker Globus. Was? Wieso? Alter. Was ist das hier? Ah, das kann ich. Das andere nicht, weil ich auf dem Stuhl sitzen muss dafür, das. Gathering 1. Magicians 3. Nice. Optical tripwire control. Deactivate. Okay. There we go. Respected. DEFCON Status 2077. Anchorage, all clear, DEFCON 3. Compact FLT report, 3 users off Calif Coast. JCS advice. User has eyes on squadron of airplanes. Possible Chinese at high altitudes off Bering Strait. Reports 4, probable launches, DEFCON 2, no red confirms birds in the air, DEFCON 1, authenticated order, response scenario, MXCN91, repeat. Okay. Pennsylvania, New York, confirmed strike, offline, offline, offline. Okay. Database korrupt. Das waren also die Geschehnisse vom Anfang des Krieges. Letzten Stunden und Minuten davor. That's one heck of a get-up, Luke.
Attacking enemy hostile sensor reading detected. Let's get this over with, shall we? Contact detected. Sensor hostile reading detected. There's no one to quit, did they? What was that? Ja, das sehe ich nicht so. Die Pistole scheint echt gut zu sein gegen die. Als nächstes würde ich gerne mal die, Was? Das ist gerade irgendwie explodiert, als ich drüber gelaufen bin. Das hat mir Schaden gemacht. Frechheit. Als nächstes würde ich gerne ausprobieren, ob Energiewaffen ihnen Schaden machen. An enemy presence. Also die Power-Rüstung zusätzlich zu dem Lasergewehr sorgt tatsächlich dafür, dass man so gut wie gar nichts mehr sieht vom Bildschirm. Got it. Ein Storage Room. Kein Licht? Warum ist kein Licht? Weil ich keinen Helm habe wahrscheinlich, ne? Die Rüstung hat keinen Helm und den Pip-Boy, das Pip-Boy Light kann ich so nicht benutzen. Na sowas. Okay, da drüben müssen wir hin. Hier noch irgendwas? Nein. Doch da. Toll. Okay. Checkpoint Alpha, SIGINT, CIC, WC, Databanks, R&D, Exit. Hello? No. Well, man weiß ja nie. Appears to be nothing. Perhaps my sensors need calibration. Was ist wohl da drin? What is all this? Vorkriegstechnologie. I'm in. Yeah. Ich bin so gut. Sollte ich nicht zu laut sagen. Die ganze Zeit das Licht anzumachen. Hat sich ja jetzt nicht sonderlich gelohnt. Daneben ist auch noch eine Tür. Nö. Nicht wirklich. Okay, da geht's zum... Habe ich was gesagt? Also das Minenfeld habe ich schon mal geklärt. Hallo. Aua. Oh, cool. Oh, mein Bein. Okay, also das wird der Ausgang sein, wie er auch da oben steht. Stealth capabilities.
Fascinating. Oh. Constitute scrap heaps. Back to the scrap heap for you. Well, yeah, okay. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich bin auch sehr excited. Looks like we just missed whoever was here. Speak. Armor piercing, bla bla. Hier noch Light Bulb. Dachte, das wäre ein Auge. Schauen. Armor. Ach ne. Eine Power Armor Workbench brauche ich dafür. Sie hat auch eine Workbench gefunden. Was haben wir hier? Ein Hazmat Suit. Den haben wir schon. Der Rest. Relativ uninteressant. Ich hoffe, wir werden den Suit nicht brauchen hier. Wo ist unser Freund? Hallo? Department X. Hey. Just let me know. Nein. Kannst du noch irgendwas tragen? Oh Gott. Okay. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Hallo? Der war doch eben noch hier, als wir hier gekämpft haben. Ja, das ist der Aufzug. Und das ist das Terminal dazu. Du willst mich jetzt verscheißern, oder? Hat er sich jetzt irgendwie hier durchgelaggt oder was? Terminal only. Ist er schon hinten dran? Irgendwo runtergefallen. Hey! Hey there. I didn't think I'd ever see this place again. Ja, hallo. Ich glaube, wir müssen da lang und ich komme da nicht dran. Warum steht er jetzt hier rum? Kann mir das irgendjemand erklären? Das gibt's doch nicht. Funktioniert nicht, ne? Schauen wir mal. Ein Scheißdreck hat das gefixt.
Versuchen wir es mal mit dem Ladepunkt. By order of the Institute, you must be destroyed. Okay, alles klar. Bye. Nö. Der hat sich entschieden, die Quest nicht mehr weiterzuführen. Das ist ja ganz hervorragend. Warum? Okay, vielleicht gibt es einen rationalen Grund. Was tust du hier? Hey there. Ah, the switchboard. A lot of memories here. Beantworte nicht die Frage. Ja, also er will wohl nicht weitergehen. Hallo. Hallo. Wow. Ich dachte, er hätte wenigstens irgendwie eine Key dafür oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das macht irgendwie gerade keinen Sinn. Ich muss irgendwie versuchen, das zu fixen, sonst war es das hier an der Stelle. Okay, dann wird die Folge heute ein bisschen kürzer. Dann beende ich das jetzt hier und versuche es zu fixen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.